Also das kann ich irgendwie nicht vereinbaren mit dem Glauben, den ich habe. Und dann sehe ich meinen Opa wieder zusammen. Ja. So war das. Und dann bin ich auch glücklich und dann ist alles gut. Irgendwas muss doch da sein, dass sich die Wahrscheinlichkeiten so variieren. Hallo und herzlich willkommen zu Ketchup, dem Kirchenpodcast mit mir Ariella. Mit mir Maria. Mit mir Elisabeth. Und mit David. Wir reden über Glauben, den neuen Pastoralraum Darmstadt-West und alles, was die Jugend in der Kirche bewegt. Die heutige Folge ist die Fortsetzung eines Gesprächs aus der letzten Folge. Es geht um unseren persönlichen Glauben und wie wir diesen ausleben. Es geht auch darum, welche Ansichten wir persönlich in Bezug auf Glauben haben. Ich finde es teilweise auch richtig schade, weil ich habe so das Gefühl, der Glauben oder der katholische Glauben an sich geht so ein bisschen verloren. Jetzt mit dem Hintergrund auch, dass sehr viele aus der Kirche austreten, so es gibt keinen, der es weitergibt. Wenn man halt jemanden fragt, so was glaubst du eigentlich? Keiner gibt mir darauf eine gescheite Antwort. Also das ist ja vielleicht mal eine Frage an euch, was glaubt ihr? Ihr seid ja beide Minis. Also da ich ja auch mit dem Glauben aufgewachsen bin, also schon seit ich denken kann, beten wir abends oder vorm Essen oder sowas. Ich glaube schon, dass Gott da ist und dass er mein Freund ist und dass ich immer, wenn ich irgendwie Angst habe oder abends alleine nach Hause laufe oder so, dann denke ich immer, bitte Gott, so, als ob er da wäre. So. Also das ist so ein Ding, Gott ist immer da für mich. Also das ist so tief in mir drin, Gott ist da und Gott hilft mir. Der ist nicht böse, der tut nur Gutes. Bei diesem ganzen Jesus war da und hat Wunder gebracht und so, da bin ich momentan, muss ich ehrlich sagen, in so einer Zweiflerphase, weil ich nicht weiß, wie ich das irgendwie logisch erklären kann. Also wie ich sagen kann, Jesus war da und er ist für uns gestorben und das ralle ich irgendwie nicht. Also wenn jemand sagt, Jesus ist für dich gestorben, hä? Also damit kann ich momentan nicht so viel anfangen. Aber da ich mich eh immer mit dem Glauben beschäftige, mein Glaube verändert sich auch. Ja, bei mir ist es so, wo ich zweifle, ist so die Schöpfungsgeschichte, weil ich mir irgendwie, es geht nicht in meinen Kopf rein, dass einfach so Gott so gedacht hat, okay, mach ich den und setz ihn auf die Erde. So daran, das ist einfach für mich, das kann ich nicht glauben. Ist auch nicht schlimm so, dass meine Religion das vertritt, mir ist es egal. Ich finde die Geschichte an sich ist süß. Also ich weiß jetzt nicht, ob das passende Wort dazu ist, aber ja. Hey, ich finde die Geschichte schon cool irgendwie. Das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Aber es ist nicht so, dass ich so bin, so, ja, das ist eins zu eins ist es so passiert. Aber bei mir ist es halt wie bei Maria, dass immer, wenn ich irgendwie so Probleme habe, dass ich mir so denke, okay, mach mal Gott. Gott, Homie. Das wird schon. Aber auch wenn ich so Probleme habe, bin ich manchmal so, warum Gott? Was habe ich gemacht? Warum? Bei dieser Schöpfungsgeschichte, da haben wir mal ein Rallye, haben wir da irgendwie drüber diskutiert und da sind wir dann zum Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, das ist so eine symbolische Geschichte. Also, dass wir das als Christen gar nicht glauben müssen, dass das wirklich so passiert ist, sondern dass das halt irgendwie symbolisch Gott darstellt, dass er, keine Ahnung, uns alle irgendwie nicht gemacht hat, aber dass er uns die Seele gegeben hat und dass er sagt, genau dich will ich haben auf dieser Erde und dass wir sowas nicht direkt glauben müssen, dass er eine Rippe gebrochen hat und dann die Frau von Rom gebracht hat. Was ich ganz interessant fand, was du gesagt hast mit dem Jesus für mich, also für dich gestorben, so, ich finde das sogar einfacher zu glauben teilweise, als dass Gott halt da ist. Echt? Also ich finde es wesentlich einfacher dann zu sagen, so, hey, gut, ich habe jetzt Scheiße gebaut zum Beispiel und dann denke ich so, okay, es tut mir leid, ja. Dann erkennt das jemand an, dass es mir leid tut und dann geht es mir auch selber besser. Also erstmal muss ich mir ja selber verzeihen, dass ich das gemacht habe und weiß ich so, jemand hilft mir dabei, das zu machen, dann ist es für mich auch gut. Passt dann auch wieder. Reicht dann auch. Nee, aber dann fühle ich mich persönlich besser und nicht so schlecht. Ja, und teilweise, wie du schon gesagt hast, manchmal, wenn halt was richtig Dummes passiert, denke ich auch mal so, wo warst du? Hey! Lauren, hallo! Siehst du das nicht? Ja. So, ich kann schon glauben, dass es die historische Figur Jesus gab und dass da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, dass er die Botschaft weitergepredigt hat und so. Aber ich kann nicht verstehen, wie wir sagen, dass sein Tod für uns war. Also das kann ich irgendwie nicht vereinbaren mit dem Glauben, den ich habe. Ich weiß nicht. Ja, verstehe ich. Ich finde halt manchmal, also wir hatten letztens in Rallye hatten wir so Gottesbeweise. Wir hatten so zwei Texte oder so. Und der eine war halt so, und das habe ich sogar, also das habe ich sogar so teilweise nachvollziehen können, weil es war so, allein, dass wir uns hier jetzt hier befinden und über solche und Gespräche führen und atmen können und sowas. Ich finde, allein dieser Gedanke ist schon so, okay, es muss jemanden geben, der das geplant hat. Ja, der, also es gibt diese rationale Erklärung für alles. Es gibt den Urknall, es gibt mehrere, was weiß ich, naturwissenschaftliche Gesetze,
wie viele auch immer. Bei mir ist es so, es kann ja nicht alles durch Zufall entstanden sein. Ich finde immer, es gibt diese Ursache, das, was davor, vor dem Urknall passiert ist, was durch so eine Art, ich glaube, wir hatten es den intelligenten Planer oder so genannt, geplant sein muss. Und diese ganze, weil ich meine, der Mensch ist ja so vollkommen, also okay, nicht jeder, aber so an sich, weißt du, der Gedanke des Menschen ist so vollkommen und die Natur, wie sich das alles ergänzt, das ist ja so krass, finde ich, dass das ja irgendwie, also das kann ja nicht durch Zufall passiert sein. Und dann hatten wir noch so einen Text, wo es ja darum, das fand ich so ein bisschen fragwürdig, wo es ja darum ging, dass wenn du an etwas glaubst, was jetzt nicht irgendwie physisch vor dir steht, sondern wirklich nur, du glaubst so fest daran, dass es irgendwann mal so ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Dass du quasi in deiner Vorstellung, in deinen Gedanken, glaubst du an etwas, was sich danach quasi... Du meinst die selbstbestätigende Prophezeiung. Ich glaube, wir hatten keinen Namen dazu. Okay. Nee, wir hatten so... Also zum Beispiel das mit dem Ursach war so der teleologische Gottesbeweis. Das habe ich gar nicht verstanden. Und dann onkologische, irgendwie sowas. Ah, okay. Ja, das war wirklich interessant. Und das mit dem Urknall, das fand ich eben irgendwie, das hat am einprägsten. Und deswegen konnte ich das jetzt noch so... Deswegen verstehe ich das, wenn manche Leute eben so an Gott zweifeln, weil es ja eben diesen logischen oder diesen festen Beweis für ihn nicht gibt. Aber ich finde, dadurch, dass so jeder individuell für sich glaubt, ist es auch noch so dieser besondere Aspekt, dass da noch irgendjemand da ist, der das hier irgendwie alles möglich macht. Was ich auch ganz faszinierend finde, wenn man mal, das hatten wir mal im Rallye-Unterricht, wir haben mal geguckt, was alles richtig laufen müsste, dass ein Kind gesund zur Welt kommt. Rein mathematisch, wenn man alles, jede Chance 50-50 nimmt, ist es, glaube ich, wie als würdest du eine Nadel in einem Haus voller Heu suchen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du einmal reingreifst, eine Nadel raus oder irgendwas rausnimmst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Nadel triffst, genauso hoch, wie dass ein Kind gesund zur Welt kommt. Aber wenn wir jetzt mal die Wahrscheinlichkeit, so die echte Wahrscheinlichkeit nehmen, die Chance, dass ein Kind nicht gesund zur Welt kommt, irgendwas muss doch da sein, dass sich die Wahrscheinlichkeiten so variieren. Also irgendwas muss doch sein, dass jedes Mal oder fast jedes Mal ein gesundes Kind zur Welt kommt. Und das Zweite, was ich so fasziniert, was noch zu dir, und zwar, weil du gemeint hast, du findest es komisch, dass Jesus für dich gestorben ist. Was ich ziemlich ein schönes Beispiel finde eigentlich. Und hast du einen Freund? Mhm. Okay. Und zwar geht es darum, dass es heißt... Sorry. Okay. Sorry. Das hat jetzt alles... Ich bin gespannt. Das ergibt alles so Sinn. Einfach nebenbei. Das gibt alles so Sinn. Vertraut mir. Wir kommen noch dazu. Okay, hau raus. Und zwar, ich weiß nicht genau, wo es steht, aber es heißt auch, dass der Mann seine Frau so lieben soll, dass er für sie stirbt. Basically gesprochen. Steht in der Bibel? Ja. Oder wo? Ja. Okay. Ich wollte nur wissen, worauf... Bibel, alles klar. Ja, Bibel. Wo sind wir gerade? Bibel. Römer 8, 28. Nein. Genau. Nee, aber das finde ich eigentlich so richtig schön, wenn dich jemand so sehr geliebt hat, dass er für dich gestorben ist. Und das könnte man dann vergleichen, wie wenn du halt richtig, richtig dicke Freunde bist. Also ich glaube, also für meinen besten Freund oder so würde ich auch ins Feuer rennen, wenn ich eine Freundin hätte zum Beispiel. Naja. schwierig. Mal gucken. Ich bin auch zu jung. Sag ich mal, ich wünsche mir auch, dass wenn ich eine Frau haben sollte irgendwann, dann, dass ich sie dann auch so sehr liebe, dass ich für sie sterben würde. Falls du verstehst, was ich meine. Ich habe gerade so meinen Gedankengang, so, ja, Jesus, der kannte mich ja aber gar nicht. Jetzt habe ich aber überlegt, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus und Gott einer ist und Gott kennt mich ja, dann macht es wieder Sinn. Ergibt Sinn, oder? Ja, true. Aber für mich ergibt es keinen Sinn, dass er halt schon vor 2000 Jahren gestorben ist und nicht jetzt. Ja, so. Deswegen gibt es ja auch... Oder? Ja, ist, ja, ja. So viele unterschiedliche Glaubensrichtungen, weil manche halt noch glauben, dass dieser Messias, der, keine Ahnung, die Welt rettet, dass der noch kommt. Und wir sagen, das war Jesus vor 1000 Jahren, 2000 Jahren, wann auch immer. Für mich ergibt es so chronologisch
Ja, wir sagen ja, dass ich nochmal überlegen. Ja, aber Jesus ist der Messias. Aber manche glauben. Es hieß ja auch, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Ja, wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Ja, genau. Aber andere glauben, dass Jesus nicht dieser Messias war, dass der, du meinst, dass er nur ein Prophet war. Juden. Und die Juden. Ich weiß nicht, wer irgendwelche. Muslime und Juden. Also, kann ja sein. Glauben aber ja gar nicht an Jesus. Was? Oder? Ach, die Muslime sagen, dass ein Jesus Prophet war. Ja, ja. Und die Juden sagen, dass der Messias noch kommt. Genau. Es gibt ja auch andere, keine Ahnung, Altkatholiken oder was. Oh mein Gott. Ja, okay. Frag ich nicht. Aber genau, manche glauben ja nicht, dass Jesus der Messias war, sondern dass der noch kommt. Wollte ich nur sagen. Ja. So, irgendwie sehr heavy gerade. Ja, aber liest ihr in der Bibel? Nee. Nein? Nee. Nicht freiwillig, nee. Also so an Weihnachten. Das zwingen, oder was? Nein. Aber an Weihnachten ist es so unser Ritual, bevor wir halt, also wir gehen dann hoch und dann ist da der Tannenbaum und so und dann wird als allererstes die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen. Mhm. Dann spielt irgendwer Klavier oder Flöte, was auch immer, irgendwas vor. Und dann werden die Geschenke ausgepackt. Also das ist schon so drin, dass wir in der Bibel lesen dann. Aber so selbst lese ich, glaube ich, nicht drin. Ich auch nicht. Ich finde das mega faszinierend. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich dann einfach mal die Bibel aufschlage und gucke, was drin steht. Ich finde zum Beispiel die Paulusbriefe sehr interessant, weil das ist ja sozusagen nach Jesus, sage ich jetzt mal. Und wenn du das sagst. Bestimmt ist das dann noch so. Wir vertrauen dir einfach. Wie cool, dass ihr das willst. Die Story zu Paulus ist eine andere. Aber ich finde es halt auch interessant, zum Beispiel, dass er sowas sagt wie, also Jesus hat ja keine Frau gehabt. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das glauben soll, aber ja, gehen wir davon aus. Was er meinte oder was er geschrieben hat irgendwie, dass er gesagt hat, ja, er findet es besser, wenn ein Mensch sozusagen nicht, also nur für Gott lebt und keine Frau hat. Aber wenn es die Person nicht schafft, sag ich mal, alleine zu leben, nur mit Gott, dann soll er auf jeden Fall heiraten, dass er halt nichts Schlimmes tut. Also alle Priester, die irgendwas Blödes gemacht haben, hätten besser heiraten sollen? Ja. Nice. Ja, kann ich so. Ob sie dann nicht trotzdem noch böse Sachen machen, weiß keiner an der Stelle, aber. Ja, dann würden sie wenigstens. Weil ich glaube nicht, dass eine Frau einen Priester von irgendwas davon abhalten sollte. Aber wenn man sich halt dann auch wieder so die Jugend heutzutage als Allgemeinheit betrachtet, dann bist du ein Individuum für sich selbst. Also ich meine, guck mal, jetzt steht so 3-1. Ich finde es aber schön, dass du nicht das Wort besonders gebraucht hast. Oder komisch. Nein, es ist ja nicht komisch. Es ist einfach anders. Individuell, weißt du? Nein, weil guck mal, es sind jetzt 3-1. Drei Leute lesen nicht in der Bibel und einer liest halt ab und zu gerne Verse oder Paragraphen oder sonst irgendwas in der Bibel. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel du von der Bibel liest. Römer 8. Einfach komplett der Paragraphenreiter. Aber dieser, also, ne, ich meine, man sieht allein jetzt unter uns vier und wir sind ja schon in der Kirche aktiv, dass dieser ganze religiöse Aspekt schon so ein bisschen geringer ist. Und wenn man sich jetzt so die Jugend allgemein anschaut, was ja nochmal unser Thema ist, so manchmal verliert er halt so ein bisschen den Faden, dann ist der halt auch so nicht vorhanden. Oder zumindest in geringen Maßen. Ja, genau, das ist das, was ich ja schade finde. Weil ja, ich finde es ja auch schade. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger mit Markus darüber diskutieren. Darüber, dass manchmal, wir haben ja das U-Card bekommen. Habt einer von euch das schon mal durchgelesen? Nö, überflüssig. Ich habe ja auch nicht genau. Und da stehen halt meiner Meinung nach Dinge drin, wo ich mir nicht sicher bin, ob das entweder korrekt ist. Jedenfalls finde ich das schwer zu unterstützen bzw. zu glauben, in gewisser Weise. Da sind doch so, es stehen da so Fragen drin, genau, und dann die Antwort dazu. Genau. Dann können wir darüber einfach mal eine ganze Folge machen. Einfach eine Frage vorlesen und dann darüber diskutieren. Das können wir machen. Ich finde eigentlich gar nicht so schlecht. Was ist das? Ich glaube, das sind die Regeln vom Vatikanischen Konzil oder sowas. Einfach, was die Kirche glaubt. Kirchenlehre für so Jugendliche. Genau, Jugendkatechismus. Ja. Okay. Ergibt Sinn, gell? Ja, nein, dann haben wir doch schon mal ein gutes Thema für eine neue Folge. Lass uns da mal ein paar Fragen rausnehmen. Stay tuned. Auf jeden Fall. Genau, da finde ich manche Sachen extrem schwierig drin. Das Ding ist, ich glaube, richtig viele Jugendliche wissen einfach nicht, was sie glauben, weil sie nicht so, also zumindest bei mir ist es so, dass ich nicht so viel Zeit habe, wo ich so nur nachdenke. Also ich habe nicht so viel, keine Ahnung, Zeit, wo ich wirklich nichts mache. Und ich habe halt das Gefühl,
für die älteren Leute war so die Zeit, wo sie halt gar nichts gemacht haben und zum Beispiel einfach in ihrem Zimmer gesessen haben, I guess. So die Zeit, wo sie über sowas nachgedacht haben. Aber dadurch, dass wir so Handys haben und die ganze Zeit irgendwas an unseren Handys machen können. Zum Beispiel, ich bin immer auf Instagram gefühlt. Vor allem halt, wenn ich eigentlich Zeit zum Nachdenken hätte. Dadurch läuft das nicht so. Ja, ich glaube, also die Generation vor uns, und jetzt, also damit meine ich jetzt nicht zum Beispiel David, sondern das war ein Joke. Danke. Das war ein Joke. Nee, sondern so auch die vor unseren Eltern, die sind ja quasi schon in die Kirche oder in deren Religion schon so hineingeboren. Ähnlich also sozusagen wie, vor der Boomer-Generation. So ziemlich. Also so ähnlich wie ihr zum Beispiel. Ihr seid ja auch so, das habt ihr am Anfang der Folge erzählt, ihr seid, nein, nicht in die Religion reingeboren, sondern ich meine jetzt Boomer. Zum Beispiel. Das meine ich doch damit vor gar der Boomer nicht. Generation. Ja, wir sind also reingeboren. Genau, dass ihr quasi so aktiv in der Kirche seid, weil der du hast Jugendrat. Zum Beispiel deine älteren Geschwister und du hast deine Eltern. So, ne? Und ich finde, jetzt ist es ja, also das ist ja gar nicht mehr so streng wie früher, zumindest in manchen Ländern. Und wenn man halt eben so viel Zeit hat, das ist halt eigentlich das, was du schon gesagt hast, um auch sich selbst zu finden, dann kommt man, also dann hat man halt eben so viele Möglichkeiten und ich finde, es ist halt auch einfach viel schwieriger, seinen Glauben für sich selbst festzulegen, wenn es eben noch so viel, also wenn er im Vergleich zu vorher noch so viel verschiedener ist und das Spektrum einfach so viel weiter ist als vorher und auch vor allem jetzt, wenn du jetzt schon so Digitalisierung und so Handys und sowas erwähnst, ich meine, man kann ja auch alles googeln und es ist alles so wissenschaftlich festgelegt und es ist halt eben früher eben nicht der Fall gewesen und jetzt eben an solche Sachen zu glauben, die halt irgendwie nicht logisch bewiesen sind, wie eben Gott oder sowas. Oder Jesus. Halt auch, oder Jesus, genau. Also Jesus das ist bewiesen, halt, dass er gelebt hat. Also ja, aber, dass er ja, aber diese ganzen hat. Wundererzählungen und so Sachen, die ja eigentlich so, wenn wir mal ehrlich sind, nicht machbar sind, wie Blinden zu heilen oder sowas. Das ist ja, also das macht es halt einfach nochmal so ein bisschen schwieriger. Ich frage mich manchmal, an was Atheisten glauben, wenn sie sterben. So Christen glauben ans Himmelreich und dann kommen wir zu Gott und alle sind glücklich da oben und spielen auf den Wolken. Was glaubt ein Atheist? Sind es einfach vorbei? Ja. Weil das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ich kann doch nicht das, einfach vorbei sein. Ich finde das auch ein bisschen traurig. Krass, oder? Es ist traurig. Also ich finde, das hört sich so richtig traurig an, weil dein Leben hat ja dann so null Purpose. Ja. Ja, aber auch für Kinder. Also zum Beispiel, ich war 4, keine Ahnung, und dann ist mein Opa gestorben. Und dann haben meine Eltern mir einfach glaubhaft so versichert, so ja, der ist ja, da auf den Wolken und der guckt immer noch auf dich runter und der springt da so ein bisschen rum. Und für mich war das so, ah ja, okay. Ja, dann geht's gut. Und dann ist dieser Gedanke, irgendwann sehen wir uns wieder. Ja. Das ist so wichtig und dann für dachte ich mir so, ja, Glauben. Irgendwann sterbe ich auch und dann sehe ich meinen Opa wieder zusammen. Ja. So war das. Und dann bin ich auch glücklich und dann ist alles gut. Aber stell dir mal vor, du hast es nicht. Du denkst einfach, du bist tot und bist du unter der Erde und dann verrottest du und das war's. Und es werden nur noch Knochen. Krass, oder? Überreste von dir. Ich fände das auch richtig deprimierend. Ich frage mich halt auch so, weißt du, ja, also der Rest von dir, also von dir als Wesen bleibt ja hier. Aber ich frage mich so, was passiert mit deiner Seele? Ich meine, das kommt gar nicht. Also jetzt, wo du es erwähnst, mache ich mir auch nicht so viele Gedanken darüber, so was Atheisten glauben. Es ist wirklich traurig. Komisch. Ja, wirklich. Ein bisschen bedrückend. Vor allem, was erzählen atheistische Eltern so ihren Kindern? Wenn ja, gar nichts. Wirklich, Opa ist tot, der ist weg. Dein Opa ist tot, der liegt jetzt unter der Erde. Ja. Ja, krass, gell? Passt, oder? Vielleicht sagen die, das sind Sterne oder so. Das habe ich auch schon mal gehört. Das habe ich aber nur bei Kindern gehört. Ja, genau. Aber ich frage mich auch, wie so eine weil eigentlich sollte man ja seinen Kindern so den Glauben selbst überlassen. Also die sollen ihren Glauben selbst finden. Und es ist ja, also imagine, also es ist bestimmt irgendwo auf der Welt gibt es eine Familie, da sind die Eltern strenge Atheisten und die Kinder werden aber irgendwie beeinflusst, dann an Gott zu glauben. Ich meine, es muss ja auch eine interessante Familie dann sein. Ich denke, es war umgekehrt vor. Oder umgekehrt, das wäre ja auch, ja. Aber umgekehrt ist nicht so unwahrscheinlich, oder? Also eine Freundin von mir, ihre Mutter arbeitet sogar bei der Kirche. Und das ist die Freundin, die vor 2 Monaten 18 geworden ist und jetzt einen Termin hat, um aus der Kirche auszutreten. Also. Holy moly. Ja. Ich finde es halt krass, weil die meisten Leute werden dann halt, wenn sie atheistisch aufgewachsen sind, nur christlich, wenn irgendwas Krasses passiert. Ja. Zum Beispiel, dass sie in irgendeinem Autounfall waren und dann so an Gott gebetet haben und es dann geschafft haben. Und dann werden sie katholisch. Also ich finde das auch, also ich finde es, ich glaube, schwieriger
für Leute, die nicht glauben, plötzlich zu glauben, als umgekehrt. Weil die Wissenschaft arbeitet schon, oder generell, sag ich jetzt mal, die Mehrheit und die Medien arbeiten schon sehr doll daran, sag ich mal, Glauben schlecht zu reden, beziehungsweise den Glauben als was, ich nenne es mal, dumm hinzustellen. Ja. Da arbeiten die schon sehr, sehr stark dran. Wenn du halt davon umgeben bist, also umso mehr du halt auf TikTok, auf Instagram unterwegs bist, desto mehr kannst du auch mit solchen Inhalten konfrontiert werden. Sei es auch YouTube, öffentlich-rechtliche Medien. Umso mehr du halt in dieser Medienbubble drin bist, desto schwieriger finde ich es, an Gott zu glauben, sage ich jetzt mal, oder logische Punkte zu finden, wieso man doch an Gott glauben sollte. Deswegen liebe ich Erwachsenentaufen. Ich weiß nicht, ich habe zweimal oder so, war ich im Gottesdienst und da wurden Erwachsene getauft. Ich finde das so beeindruckend. Mm. Ja, bei uns ist auch letztens, es kommen jetzt halt wieder irgendwie nach Corona, wo man sich so für die Kirche anmelden musste. Da waren ja halt sehr, sehr wenige Leute da. Dann waren wieder mehr Leute da und jetzt habe ich so in der Kirche so, es gibt zwei Leute, die kommen wirklich fast jeden Gottesdienst. Die habe ich davor noch nie gesehen und die sind auch beide halt, also keine Ahnung, der eine ist vielleicht Mitte 20 und den anderen würde ich auf so 40 schätzen. Und die kommen wirklich jeden Gottesdienst und ich frage mich so, warum seid ihr so hier? Was hat euch so dazu bewegt? Weil, keine Ahnung, der eine war auch dann an Gründonnerstag, machen wir ja so eine Andacht, so als Messdiener und der war einfach bei unserer Messdiener-Andacht. Ich fand es voll cool, aber ich war so ein bisschen geschockt, sodass er einfach so da war, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe, weil eigentlich kennt man sich ja. Das finde ich auch zum Beispiel so schön bei der Gemeinde aus Pfungstadt, wo ich eine Zeit lang sehr häufig war und sehr regelmäßig war. Die haben zum Beispiel gar keine Kindertaufe. Das ist eine baptistische Gemeinde und die sagen halt, gut, wir überlassen, also wir ja, vermitteln unseren Kindern den Glauben und lassen dann unsere Kinder selbst entscheiden, ob sie getauft werden möchten oder nicht. Ich weiß nicht, das ist ähnlich wie bei uns in dann die Firmung sozusagen. Also die Firmung ist ja wie so eine Art Taufe dann nochmal. Dass sie dann auch Taufgespräch haben, etc. etc. und auch so Art Taufkurse über ein halbes Jahr, wie bei uns ähnlich, wie bei uns Firmenkurse. Und dass sie sich sozusagen dann taufen lassen. Allein die Zeremonie oder so finde ich extrem cool. Sieht zwar manchmal ein bisschen aus wie eine Sekte. Also habt ihr Riverdale geguckt? Ja. Ja. Ich habe nach der dritten Staffel aufgehört. Ja, wie die eine Mutter fast ersoffen ist in dem einen Becken. Ah oh, ja, ja. Genau, so ähnlich sieht das aus. Das heißt, sie werden dann so ganz, hast du ungefähr ein Bild im Kopf hast. Ja, dass du halt so in so einem Pool untergetaucht bist. Genau, sie stehen dann wirklich in einem Pool. Also da stehen zwei Männer, die haben das parallel gemacht. Mhm. Teilweise machen die es auch nur alleine. Dann laufen die halt rein in weißen Gewändern. Ich kannte im Kindergarten, aber ich glaube, die waren Mormonen oder so. Ich weiß nicht ganz genau, was die waren. Und da war ich auch auf so einer Taufe, wo die so untergetaucht wurde. Aber da war die, wie gesagt, 6 oder so. Ja, die waren wirklich 15, 16, 17, krass, irgendwie sowas. Ne? Und dann waren da auch, ich weiß nicht genau, was die ja gesagt haben, war wie so bei uns bei der Firmung, dann glaubst du an Gott. Und dann wurde halt vorher die Frage gestellt, ja, wieso lässt du dich überhaupt taufen? Dann wurden die halt so untergetaucht, ich glaube, nach hinten, wenn ich nicht irre. Also sozusagen einfach nach hinten geflippt. Ja. Das ist schon ultra cool irgendwie. Das sieht auch cool. Richtig fancy aus. Kennt ihr dieses eine Video, wo auch so, das ist in Amerika, so ein kleiner Junge sollte auch so getauft werden? Und dann steht er da so in diesem Becken und der Pfarrer sagt so, ich sehe. Und dann geht er immer so, und der so, I do it myself. Und dann taucht er so selbst. Das habe ich auch gesehen. Das ist so lustig. Der war auch klein, der war so 6 oder so. Ja, aber ja. An sich, ich finde es aber auch als... Ich musste auch gerade dran denken, als er es erzählt hat. Der Geschichte, da gibt es auch einen unschönen Gegenpart zu, weil ich war mit denen, glaube ich, auch auf Jugendfreizeit und habe ich halt gesagt, so, ja, ich bin katholisch, dies, das. Und dann meinten so, ja, deine Taufe gilt ja nicht so wirklich, soll ich dann nochmal taufen? Ich war so, wait a minute, what happened now? Apropos Leben und Leben lassen. Ja, halt echt so. Da habe ich auch gesagt, so, Jungs, alles ist spannend, ja, ich finde mein Leben super. Ich finde schon, dass ich getauft bin. Irgendwann haben die es dann auch gelassen. Darüber haben wir dann auch nicht mehr geredet. Ja, besser ist auch. Ja, die wollten wieder, also ich glaube, einmal wollten die noch irgendwie beweisen, dass der katholische Glauben irgendwie... Oh irgendwie Gott. Ja, oh irgendwie so, so eine Richtung war. Das war dann auch ein bisschen unangenehm, dann die letzten, ich glaube, den letzten Abend oder so, weil das war, glaube ich, am dritten oder vierten Abend von 6 oder so. Und dann war der Rest ein bisschen unangenehm. Da habe ich versucht, mich von denen so ein bisschen fernzuhalten, weil ich auch sowas, also wenn schon einer so kommt, ja, das geht klar. Dann, ich gehe einfach drauf. Das Ding ist so, auch in der Schule wirklich gar keinen Bock auf so Glaubensdiskussionen.
wirklich. Ich finde die eigentlich immer interessant. Aber so, also auf sowas habe ich halt keinen Bock, wenn einer sagt, so ja, das ist ja gar nichts wert. Oder ja, so abwehren. Bei mir ist es halt immer so, ja, warum glaubst du überhaupt daran? Was ist los bei dir? So mit dem Ton, so, warum machst du überhaupt sowas? Ist ja voll scheiße. Und wenn das so die Grundeinstellung ist, denke ich mir immer schon so, okay, ja, lass mich einfach, das geht dich nichts an. Aber ich finde die Geste bei diesen Taufen sehr schön. Das Untertauchen? Das fast Ertrinken? Nein, das Ertrinken. nein, aber das, ich weiß nicht genau, welcher Vers das war. Ah, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Jedenfalls wörtlich heißt es, oh ja, du wäschst sozusagen deine Sünden von dir und bist dann danach ein neuer Mensch. Du legst, ja, oh, vielleicht kriegst du es noch zusammen, du legst dein altes Gewand ab. Müsst ich nachschauen. Mm. Also sozusagen nach dem Motto, du ziehst deine alten, ja, dreckigen Klamotten, ja, aus, ja, und bist dann sozusagen ein neuer Mensch mit neuen, frischen Klamotten, mhm, und wandelst mit Gott. Das immer wenn ich geduscht habe, ich einfach neuer, frischer Mensch. Kennt ihr Insatiable, frisch die Serie? Ja. Echt? Kennst du die wirklich? Natürlich kenne ich die. Hey, Bro, die kennt niemand. Hey, wirklich? Insatiable? Ist da nicht die von Jessie? Genau, mit Debbie, ja, Ryan. Weil die wird in der zweiten Staffel... Insatiable ist so gut. In der zweiten Staffel, die wird abgesetzt. Nein, weil die Serie ist richtig kacke. Hä? Ich gucke die super gerne, aber die ist größter Trash. Naja, jedenfalls in der zweiten Staffel wird die auch getauft und irgendwer gibt ihr aber vorher Drogen oder so. Oh. Und dann wird die untergetaucht und dann ist sie so unter Wasser und dann gibt es so eine Szene, wo sie dann so in Slow Motion oder so, und dann sieht die irgendwelche Donuts oder so. Oh Gott. Und dann kommt die da wieder raus und dann denkt die natürlich, die ist ein neuer Mensch, weil die hat, ja, ja, halluziniert. Und dann denkt sie sich so ultra geil. Und die einfach aber das ist auch fun. Das ist schon, ja, an sich, ich finde die Idee ist halt übelst cool. Nein! Wieso willst du schon trinken? Von mir ist ja nicht mal ertrunken. Toll. Ja, weil ihre Tochter sie gerettet hat. Also, ja? Bei der Serie. Ah, bei, ah, ja, ah, die. Ja, ich war gerade noch bei Insatiable. Wenn wir so wieder komplett aneinander vorbei reden. Perfekt. Das funktioniert ja super. Deswegen, ich finde die Geste ja nicht voll schön. Und man muss es ja nicht, sag ich mal, unter dem Begriff Taufen machen, sondern Firmenfahrt. Rom. Romwallfahrt, ich sehe es. Romwallfahrt, ja. In den Trevi-Brunnen einmal. Oh mein Gott, ja. Auf dem Gesicht vor mir. Also, hey, dann machen wir noch so ein bisschen Geld. Ja. Oh, ich bin ein neuer Mensch. Beim letzten Mal, warte, mit in Rom? Letztes Mal schon. Ich nicht. Das war so lustig, da haben Leute, glaube ich, im Vatikan in diesen Brunnen gebadet oder so, weil es war so warm. Ja, wir hatten diese Feuerwehr, ja. Ja, genau, die Feuerwehrduschen. Irgendwelche Leute sind auch im Brunnen gesprungen. Das war richtig funny. Der richtige Main-Character. Wir saßen halt schön in der Mitte und wir haben dann vorne rechts immer diesen Brunnen gesehen und plötzlich waren da Leute drin. Hä, wie geil. An sich kann einer so draufstehen, so eine Person einfach umdrehen und so Kopf vorne reintun. Nächste Rumwallfahrt, wir machen das. Wollt ihr mit? Also das Problem ist, ich bin wirklich hart am struggeln, weil das ist ja 2024. Ja, aber das ist nach dem Abi. Ja, nachdem ich Abi gemacht habe, ja, genau. Ja, allerdings ist da ein mega krasses Pfadfinder-Zeitlager währenddessen. In Norwegen mit Pfadfindern halt weltweit. Und da bist du in das so... Sind auch Minis weltweit. Ja, ja, aber da waren letztes wir ja Mal schon waren mal. So zwei Koreaner gefühlt da und drei Russen und das war's. Belgier, ich habe ein belgisches Armband. Wow. Du hast ein belgisches Armband? Ja. Haben wir getauscht? Oh ja, das hatte ich auch richtig lange. Schwaben mal getauscht. Wow, international. Ja. Baden-Württemberg ist ein ganz anderes Land. Und Bayern erst recht, ja. Das ist schon fast außer Europa. Okay, Bayern schon, ja. Nein, aber das ist so krass, weil du wirst halt dann in so internationale Gruppen getan. Das ist cool. Und mit den, also so wie ich es verstanden habe, keine Ahnung, mit denen wanderst du dann halt durch Norwegen so an den Zielzeltplatz. Und dann hast du mit allen, die dabei sind, so auf diesem Zielzeltplatz noch ein Lager. Und das finde ich so Das ist cool. Ja. Das hat sich wirklich spannend. Wir waren auch schon mal in Rom, also wir waren da schon mal dabei, aber da waren wir klein. Keine Ahnung. Deswegen, ich will da unbedingt noch mal als Leiter mit. Ja, deswegen ist viele von uns, also viele vor allem von meinem Jahrgang, waren halt nicht dabei, weil sie entweder noch zu jung waren oder halt was anderes vorhatten. Und so nächstes Jahr wäre das dann halt so wie so unser Abschluss nach dem Abi. Denn die meisten von uns, glaube ich, planen halt auch wegzuziehen so. Und deshalb hat es auch schon so seinen Charme. Und ich meine, es ist Rom.
Ja, also, ich glaube. Letztes Jahr, das war insane. Wir sind ja mit dem Zug hingefahren. Das war schon gut. Also 24 Stunden Zugfahrt, das war brutal. Das Ding ist, Rom, letztes Mal war halt so geil und ich würde es auch richtig, richtig gerne wieder machen. Aber dieses andere Zeltlager, ich war halt noch nie in Norwegen. Wie oft ist das? Das ist halt immer woanders. Ja, aber wie oft ist das mit das Internationale? Jedes Jahr, oder? Ich dachte, das wäre alle vier oder fünf. Ich dachte, ich habe das letztens erst gecheckt, dass dieses Lager von Norwegen ist und dass es Roverway heißt, weil Norway. Aber das heißt immer Roverway. Und ich dachte, das wäre... Oh mein Gott, ja. Wie smart. Ja, gell, aber ich bin richtig dumm. Das ist so schön am Anfang geschnitten. Ich glaube... So als erster Satz wird einstieg, ich bin richtig dumm. Und ich so voll smart. Ja, das Ding ist, ich glaube, das gibt es halt so alle 4 bis 5 Jahre. Ich habe mal gehört, dass es so ist, du brauchst halt ein bestimmtes Alter, um teilzunehmen da. Und ich glaube, vom Altersintervall ist es halt so, dass du nur einmal als Teilnehmer mitfahren kannst. Oh. Ja, wir müssen mal gucken. Ist es genau zur selben Zeit? Ja. Boah, das wird mir stinken, gell? Das ist so schlecht. Und alle, also meine ganze Familie ist halt dafür, dass ich halt nach Norwegen fahre, weil... Keine Ahnung, von hier nach Rom braucht man nicht so lange. Kommt man schon eher hin als halt nach Norwegen. Richtig viele, also wir haben so abgestimmt mit so Kärtchen. Meine Eltern haben so, also weil ich mich nicht entscheiden konnte, waren die so, okay, wir schreiben jetzt alle auf eine Karte, was wir dir empfehlen würden. Und dann habe ich so alle Karten aufgemacht und alle haben Norwegen draufgeschrieben. Und deshalb, dann war es ja eine klare Sache. Ja, deshalb will ich auch lieber nach Norwegen. Also nicht nur wegen der Entscheidung, aber so generell. Aber dadurch, dass halt ich nicht weiß, ob nächstes Mal Rom, also... Wahrscheinlich ist es dann 28. Eigentlich wäre es jetzt 22 gewesen. Ja. Rom. Jetzt haben die es auf 24 gelegt. Das war auch richtig blöd. Ja. Hey, ich finde es super. Ich mache nächstes Jahr auch mein Abi und bin das erste Mal. Ja, ich fand es richtig bescheuert. Nach meinem Abi her, die wäre so richtig perfekt gewesen. Schön nach Rom abdüsen. Und dann kommt so, wegen Corona machen wir das nicht. Ja, deshalb, dass es halt so ein Abschluss ist und dann, dass halt dann... 28 nicht mehr so viele von unserer Gruppe halt mitfahren. Andererseits, wenn ich es mir so überlege, wenn du so in eine Gruppe schreibst, yo, wir fahren eine Woche nach Rom. Ich glaube, das würde jeder machen. Ja, klar. Schon, oder? Natürlich. Aber wie viele hattest du das letzte Mal mit anderen Leuten zu tun? Wir waren mit Eberstadt in einem Hotel. Ja. Also weiß ich noch. Das weiß ich auch noch. Wieso? Ist da passiert? Ist das was Gutes oder ist es ein schlechtes? Nein, weiß ich alles noch. Alles gut. Gut. Ja, die Frage war nicht beantwortet. Gut oder schlecht? Nein, der war mein Ex so von Eberstadt. Oh Gott. Zu der Zeit dein Ex? Nee, zu der Zeit mein Freund. Und ja, dann war ja gut. Ja, aber so, wenn man so dran zurückdenkt, ist schon so. Also wir hatten wirklich halt eigentlich nichts mit denen zu tun. So gefühlt. Keine Ahnung, wie du das siehst, weil du persönliche Beziehungen hattest, aber so, aber ich fand einfach dieses Feeling, so mit allen so auf dem Petersplatz so zu sitzen. Das war cool. Das war krass. Und dann halt auch immer wieder so Leute in der Stadt zu sehen. Wie schön. Die auf derselben Wallfahrt sind wie du. Und so gerade so dasselbe erleben, das ist schon cool irgendwie. Das stimmt, aber ich fand so an sich so generell die Tagesabläufe, bis auf die Gottesdienste abends, wo du halt in diese Kirchen gegangen bist. Ja. Bis auf das hast du hatten wir nie Kontakt mit anderen. Oh, ich glaube, es gab so Organisationen, also so zum Beispiel, wir hatten einmal so ein Speed-Dating geplant mit anderen. Das sind wir nicht hin. Ja, wir wollten hin und haben uns verlaufen, deswegen kamen wir nicht hin. Oder wir sind an dem Tag dann ins Meer gefahren. Weil wir gesagt haben, einmal am Meer. Ja, das Ding ist, unser meister Kontakt mit einer anderen Gruppe war, als wir unser Programm geschwänzt haben. Es war so eine 7-Kirchen-Wallfahrt oder so, keine Ahnung, irgendwas, was nicht so geil ist in der Hitze. Und dann waren die halt verantwortlich waren so, okay, es ist heiß, wir fahren jetzt an den Strand. Und dann waren wir am Strand und da war eine andere Minigruppe und dann haben wir so im Wasser so Ball mit denen gespielt. Ich glaube, das war unsere krasseste Interaktion. Ja, das war bei uns, wir sind auch am Strand, aber wir haben da niemanden getroffen, weil da halt dieses Speed-Dating war. Ah, ja. Und ja... Ja, wir waren halt anscheinend an einem Tag, wo das Programm generell nicht so geil war. Und wir haben auch gesehen, wir waren an einem Strand, für den man so bezahlen musste. Oh. Und nebendran direkt war ein Strand, wofür man nicht bezahlen musste. Und wir haben so gesehen, wie so nach und nach so dieser Strand, wo man nichts bezahlen müsste, so richtig, richtig, richtig voller Menschen war. Habt ihr noch irgendwas? Ari will gehen. Davon kannst du sogar 2 Folgen machen. Viel haben wir gelabert. Wer will die Abmod machen? Nicht schon wieder ich. Genau, dann beenden wir am besten die Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, schreibt uns gerne. Die Kontaktdaten stehen irgendwo in der Infobox oder auf Spotify oder irgendwo sonst. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.